Ich war heute mit meinem Zukunftsspaziergang hier in Sandhofen unterwegs. Ein Stadtteil, der ganz im Norden liegt, aber der sehr, sehr sympathisch ist, weil die Menschen hier wirklich was von ihrem Stadtteil wollen. Wir waren hier beim SKV, bei einem Großverein, der eine ganz grandiose Idee hat. Der will einen Kindergarten bauen, er möchte eine neue Dreifeldhalle. Die Dinge, die hier in die Jahre gekommen sind, die sollen einfach verändert werden. Und da geht es jetzt darum, politisch den Druck aufzubauen und es wirklich auch anzupacken. Dann sind wir zum Jugendtreff gelaufen, eine ganz, ganz wichtige Einrichtung, die in vielen Stadtteilen fehlt. Hier haben wir einen, getragen von der Diakonie, finde ich großartig, muss weitergehen, müssen wir auf jeden Fall sichern. Wir sind zum Schwimmbad gelaufen, dort ist die Situation so, zum Eröffnungstag, alle Schwimmbäder haben aufgemacht, nur nicht Sandhofen. Warum? Weil es hier an Investitionen fehlt. Da müssen wir besser werden, müssen gucken, wie können wir dieses Schwimmbad hier zukunftssüchtig machen. Wir brauchen die Wasserflächen in unserer Stadt. Wir waren in der alten Riedlache, eigentlich ein ganz, ganz tolles Trainingsgelände, ist aber an ganz, ganz vielen Stellen einfach sehr alt. Es gehen keine Investitionen rein. Auch dieses Gelände wird dringend gebraucht. Und wir waren an dem alten Gelände des SKV, ein Hallengelände, das so in die Jahre gekommen ist, dass es wirtschaftlich nicht mehr zu betreiben ist. Eigentlich ein großes Entwicklungspotenzial. Und wir brauchen endlich die Möglichkeit, dass es hier vorwärts geht. Und insofern packen wir es gemeinsam an.